Wenn du auch diese schicke Trophäe in Phasmophobia in deinem Regal haben willst, dann musst du die Phasmophobia Halloween Challenge 2022 machen. In diesem Video erkläre ich dir, wie du das Ganze angehst und wie du es am leichtesten hast. Als erstes, was musst du eigentlich tun? Für die Trophäe musst du auf den mit diesem Sticker gekennzeichneten Maps folgende Aufgaben erfüllen. Erstens, sammle alle Candies auf der Map. Zweitens, zünde alle Jack-o'-Lanterns an. Drittens, schieße ein 3-Sterne-Geisterfoto. Achte darauf, dass du bei deinem Auftrag keinen starken Regen hast, ansonsten kannst du die Aufgaben nicht abschließen. Generell ist es außerdem egal, ob ihr aber die Aufgaben im Single- oder Multiplayer-Modus macht. So viel zu den Bedingungen. Jetzt zur Umsetzung. Das Ganze geht für dich am leichtesten, wenn du zu Beginn der Runde eine Kerze, ein Feuerzeug und eine Fotokamera mitnimmst. Dadurch verlierst du am allerwenigsten Sanity, nahezu gar keine, und du kannst in Ruhe das Haus durchsuchen und alle Candies und Lanterns suchen. Sollte sich der Geist während der Suche direkt zeigen, hast du schon mal sofort die Kamera parat. Du bist aber weiterhin auf der sicheren Seite und das Risiko einer Hand ist minimal. Aber Achtung, es kann passieren, dass das Foto nicht zählt, wenn ihr es zu früh schießt. Zumindest war es bei mir so, dass ich das akustische Signal erst nach dem Erfüllen der beiden anderen Aufgaben bekommen habe. Der Ablauf sollte also im Idealfall wie folgt aussehen. Zuerst müsst ihr alle Candies einsammeln. Diese sind auf der gesamten Map versteckt. Wenn ihr das geschafft habt, erhaltet ihr ein akustisches Signal, das in etwa so klingt. Dieses Signal zeigt euch an, dass die Aufgabe abgeschlossen ist. Ihr müsst allerdings gründlich suchen. Ich verrate euch jetzt schon mal, in Tanglewood und Willow sind Candies auch in den Schränken versteckt. Wenn ihr diese Aufgabe abgeschlossen habt, tauchen überall im Haus Jack-o'-Lanterns auf. Diese müsst ihr anzünden. Es heißt also insgesamt zweimal das komplette Haus durchsuchen. Wenn ihr auch hier alle gefunden und auch angezündet habt, ertönt erneut der Signalton. Den letzten Signalton bekommt ihr dann spätestens, sobald ihr das Geisterfoto gemacht habt. Theoretisch könnt ihr jetzt auch schon abfahren, es ist für die Challenge nicht relevant, ob ihr den richtigen Geist findet, die optionalen Aufgaben abschließt oder ähnliches. Sobald ihr dann auf allen 7 Maps die Aufgaben erledigt habt, erscheint die Trophäe automatisch in eurem Regal in der Lobby. Herzlichen Glückwunsch! Die Challenge ist bis Ende Oktober 2022 verfügbar. Ich wünsche euch viel Spaß! Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir gerne auch noch die anderen Phasmophobia-Guides an. Demnächst kommen auch noch weitere Videos zu weiteren Phasmophobia-Challenges, für die ihr Trophäen erhalten könnt.